Ich muss die Polizei anrufen. Die nächste Telefonzelle. Wo ist die Polizei? Warum? Was ist passiert? Da drüben. Da ist jemand erschossen worden. Machen Sie bitte Platz! Machen Sie bitte Platz! Aber entfernen Sie sich nicht, weil wir noch Ihre Aussagen brauchen. Nehmen Sie was zurück. Name und Adresse, alles vorhanden. Wie alt ist sie? 22. Das ist ein aufgesetzter Schuss. Habt ihr eine Waffe gefunden? Nein. Danke. Wir wollten gerne in die Wohnung von Frau Körner, bitte. Rieke Körner, Apartment 416, vierter Stock. Wollen Sie anrufen? Kriminalpolizei, wir haben den Schlüssel. Stefan. Hat sie nicht gerade gelebt? Was für einen Beruf hatte sie? Sie hat für eine Fundagentur gearbeitet, hat mir jemand erzählt. Ja. Offenbar mit Erfolg. Und selbst als Tote sah sie noch attraktiv aus. Sag mal, Harry, hängst du in deiner eigenen Wohnung deine eigenen Bilder auf? Nee, ich habe nur eins im Pass. Ja, bitte? Wer sind Sie? Ist Rieke nicht da? Nein, Sie können aber ruhig reinkommen. Wer sind Sie denn? Kriminalpolizei. Jetzt sagen Sie mir um Himmels Willen, was Sie hier tun. Und wer sind Sie? Der Nachbar. Ich wohne nebenan. Was ist passiert? Frau Körner ist tot. Tot? Ein Unfall? Nein, es ist vermutlich ermordet worden. Sie lag im Englischen Garten auf einer Parkbank. Mit einer Kugel in der Brust. Erlauben Sie mir, dass ich mich hinsetze. Wer hat sie erschossen? Der Täter ist uns unbekannt. Ja, suchen Sie ihn etwa hier? Ja, nicht nur der Täter ist uns unbekannt, sondern die Tote auch. Hat das Mädchen Angehörige? Nein. Ihr Vater ist gestorben, Ihre Mutter unbekannt. Und Ihr Beruf? Ich meine, wissen Sie, was sie gemacht hat? Nichts. Und alles Mögliche. Sie konnte mehr, als man für einen Beruf braucht. Worüber reden Sie? Über Ihre Begabung. Flog alles zu in der leichtesten Weise. Was machen Sie beruflich?
Ich tue, was heute nur sehr wenige Leute tun und was nicht viel einbringt. Ich denke nach. Und versuche, zu Papier zu bringen, was mir einfällt. Irgendwie muss ich meinen Verstand davon abbringen, sich nur mit meinen Beinen zu beschäftigen. Was ist mit den Beinen? Ich bin das Opfer einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Was immer Sie wissen wollen über diese Frau, fragen Sie mich nur. Wer dieses Mädchen umgebracht hat, der muss von Gott verlassen sein. Frau Schöne, Sie werden im Büro verlangt. Frau Schöne, bitte. Tag, da bin ich. Ah ja, da war ein Anruf für Sie. Eine Gerichtssache in einer Angehörigenfrage. Angehörige? Ich habe keine. Ja, aber irgendwie muss da wohl was geklärt werden. Sie sind also eine geborene Kammer. Ihr Vater und Ihre Mutter haben Sie scheiden lassen, ja? Ihr Vater hat ein Kind behalten, Ihre Mutter Sie. Ist Ihnen das nicht bekannt? Ja, schon. Aber meine Mutter wollte nie darüber reden. Sie sagte, vergiss den Mann, so wie ich es getan habe. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Meine Schwester. Ja, hat meine Mutter irgendwann erzählt. Ihr Vater lebt nicht mehr und Ihre Schwester ist ermordet worden. Tot. Es handelt sich also um einen Erbfall und zugleich um einen Kriminalfall. Hören Sie, ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. So wie mein Vater, der auch keine Beziehung mehr zwischen uns wollte. Kann ich das nicht ablehnen? Das können Sie natürlich ablehnen. Der auf Gleis 9 einfahrende Zug aus Regensburg hat Anschluss nach Rosenheim, Traunstein, Sandburg. Ich muss zum Polizeipräsidium. Ist das weit? Nein, ist nicht weit. Der Einkauf auf Gleis 9. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Das ist ein trauriger Anlass, das weiß ich. Aber ich freue mich trotzdem. Wollen Sie Platz nehmen? Kommen Sie. Ja, danke. Ich hörte, Sie wollen das Erbe ausschlagen. Ja. Was Gründe hat, die ganz persönlicher Natur sind und über die ich nicht sprechen möchte. Na, dann wollen wir das auch nicht tun, ne? Weswegen sind Sie hier? Tja, die Beisetzung der Ohren. Ich wollte das auch ablehnen. Aber, Stesel, ich habe meine Schwester nie gesehen. Ich habe auch nie mit ihr gesprochen. Ich habe ja nicht mal Kindheitserinnerungen. Aber wenn sonst niemand da ist, dann... Nein, niemand. Ja, dann mache ich das eben. Ich fahre dann so schnell wie möglich zurück nach Regensburg. Ich habe nur einen Tag Urlaub genommen. Oh, ich fürchte, das wird nicht reichen. Warten Sie mal. Man hat mit der Aushändigung der Urne gewartet, bis Sie hier sind. Dann sind noch Formalitäten zu erledigen. Und ich glaube nicht, dass Sie heute Abend zurückfahren können. Wollen Sie ein Hotel? Ein Hotel? Ja, wie lange wird es denn dauern? Mal ein paar Tage sicher. Aber warten Sie, Sie könnten doch in der Wohnung Ihrer Schwester übernachten. Harry, haben wir die Schlüssel da? Ja, die sind alle hier. Wohnungsschlüssel, Autoschlüssel. Das hier ist, glaube ich, ein Dressurschlüssel. Ja, bitte. Ja, Sie haben Ihre Schwester nicht gekannt. Ich glaube, ich sollte Ihnen ein paar Bilder von ihr zeigen, damit sie wenigstens eine Beziehung zur Urne bekommt. Schwester. Damit ich eine Beziehung zu... Ja. Also, wenn Sie wollen, fahre ich Sie jetzt in die Wohnung Ihrer Schwester. Grüß Gott, Herr Kriminaloberinspektor. Wachtmeister.
Hier hat sie gewohnt. Ja, doch sehr geschmackvoll. Ja, das ist sie. Wissen Sie, woran ich denken muss? An das, was mein Vater gesagt hat. Ich nehme Rieke. Sie ist die Hübschere. Das war sie wirklich. Wer hat sie umgebracht? Ja, das ist eine Frage, die ich Ihnen noch nicht beantworten kann. Ach, machen Sie doch auf hier. Guten Tag. Ja, bitte? Lassen Sie ihn herein, das ist der Nachbar von Rieke. Er kannte Ihre Schwester sehr genau. Störe ich? Nein, nein, Sie stören nicht. Reine Neugier trieb mich herüber. Ich habe schon erfahren, dass es da eine Schwester gibt, von der niemand etwas wusste. Zieht sie hier ein? Nein, nein. Ich bin nur wegen der Beisetzung der Urne hier. Richtig, das war das Problem. Aber wenn sich niemand gefunden hätte, hätte ich das schon übernommen. Irgendwie hätte ich das auch geschafft. Aber nun sind Sie ja da. Jetzt richten Sie sich mal hier ein, so gut es geht. Und dann lassen Sie sich von Herrn Biegers mal erzählen, wer Ihre Schwester war. Dann kommen Sie zu mir ins Büro. Sie werden sicher noch Fragen haben. Danke. Kriminaloberinspektor. Mordkommission. Der lässt Mördern keine Chance. Wenigstens hoffe ich das. Sie können sich noch keine Vorstellung machen von Ihrer Schwester. Ich kenne nur die paar Bilder hier. Die hier? Ja. Sie haben meine Schwester gut gekannt? Ja, hab ich. Wir hatten eine irre Beziehung. Vom Kopf her. Sie respektierte meinen Kopf, der nicht an Krücken geht. Und ich hatte ein Gefühl für sie. Für all das an ihr, was auch nicht an Krücken ging. Als Gott ihre Schwester schuf. Bei ihrer Schöpfung muss er gesungen haben. Mal der großartigste Mensch, der mir je begegnet ist. Was war denn an ihr so großartig? Haben Sie Fantasie? Ich möchte gern, dass Sie sich vorstellen, wie es war, wenn sie hier hereinkam. So, als käme sie jetzt. Immer irgendwie mit fliegenden Fahnen. Sie machte Musik. Und ich wusste, dass sie da war. Zuweilen wollte sie, dass ich wusste, dass sie da war. Hallo. Sie sehen aus, als hätte ich Sie beim Denken gestört. Arbeiten Sie gerade? Ich schreibe an einem Artikel für eine Zeitung, die den Artikel wahrscheinlich nicht drucken wird. Warum nicht? Tja. Oh, ich weiß, warum nicht. Danke. Sie suchen sich nämlich immer viel zu komplizierte Themen. Worüber schreiben Sie heute? Über Identitätsfragen. Ich wollte es ihr ein bisschen schwer machen und sagte, darüber, dass man nicht immer der ist, der man zu sein glaubt. Ich weiß nicht mehr genau, was sie sagte, aber ungefähr, wer über solchen Unsinn nachdenkt, der muss krank werden. Sie bleiben jetzt hier. Ich lasse Sie nicht mehr zurück zu Ihrem fragwürdigen Artikel. Man ist, wer man ist. Und man muss sich dabei wohlfühlen, wie man ist und was man ist. Ob es Ihnen passt oder nicht, jetzt bleiben Sie erst mal hier und hören sich an, was ich heute erlebt habe. Fühlen Sie mal, die müssen noch ganz heiß sein. Ich habe Ihren Fuß berührt. Kam gerade vom Ballettunterricht. Wenn Sie noch was fragen wollen, machen Sie es wie Rieke. Klopfen Sie einfach an die Wand. Na, da sind Sie ja. Wie geht's Ihnen? Ganz gut. Nehmen Sie Platz. Danke. Ich habe mich noch mit dem jungen Mann unterhalten, der neben meiner Schwester wohnt. Der seinen Verstand liebt, ja. Was ihn aber auch nicht glücklicher macht. Was hat er Ihnen von Ihrer Schwester erzählt? Viel. Aber
So viel kann ich damit nicht anfangen. Wieso nicht? Ja, was soll ich davon halten, wenn jemand zu mir sagt, als Gott ihre Schwester erschuf, muss er dabei gesungen haben? Nee, ich gebe zu, dieser Satz ist irritierend. Obwohl ich darüber nachdenke. Ach, tun Sie das? Ja, natürlich. Nämlich darüber, wer diesen Gesang Gottes umgebracht hat. Der junge Mann hat mir ein paar Leute genannt, mit denen ihre Schwester Umgang hatte. Unter ihnen könnte der Mörder sein. Sie wollten doch so schnell wie möglich zurück nach Regensburg. Ja. Übrigens, mit der Urnenbestattung ist alles klar. Formalitäten sind alle erledigt. Vielen Dank. Ich dachte, ich schaue mir das mal an. Guten Morgen. Erwarten Sie noch Trauergäste? Nein, nein. Keine. Wollen Sie mir dann folgen, bitte? Hallo. Ich muss Sie wohl fragen. Darf ich mitgehen? Selbstverständlich. Sie müssten sich nur meinem Tempo anpassen. Wäre das zu viel verlangt? Nein, nein. Guten Tag, Herr Derrick. Guten Tag. Sie wundern sich sicher nicht, dass ich hier bin. Nein, ich wundere mich nicht. Könnten wir jetzt bitte? Eine Frage noch. Mehr eine Bitte. Die Urne. Geben Sie sie mir mal. Nur kurz. Ich möchte sie gerne in den Händen halten. Können Sie mir helfen? Darf sie sie tragen? Es widerspricht nicht den Vorschriften. Eine Urne. Wenn man sie trägt, spricht sie. Jetzt können Sie zurück nach Regensburg. Wollen wir Sie jetzt nach Hause? Danke. Mein Taxi wartet. Ich bin im Moment unfähig, in das Leben zurückzukehren, das man für normal hält. Wollen Sie jetzt packen? Nein. Aha, dann bleiben Sie also doch noch hier. Natürlich, Sie bleiben hier, bis der Mörder gefunden ist. Wie ich es mir gewünscht habe. Ihre Asche in den Händen haben, das kann nicht alles sein. Ich habe Derrick gesagt, sie muss wissen, wer ihre Schwester war. Sie haben ihm auch gesagt, mit wem Rieke Umgang hatte. Und dass sie der Meinung sind, unter denen befindet sich der Mörder. Ich bin da sicher. Aber all diese Leute sind doch schon verhört worden. Und trotzdem haben sie Derrick gebeten, sie alle nochmal aufzusuchen. Zusammen mit mir. Warum? Eine Schwester. Da ist plötzlich eine Schwester. Das verändert die Situation und schafft ganz andere... Vielleicht völlig neue Gewissheiten. Verstehen Sie? Das verändert vielleicht auch meine Situation. Aber bevor Sie wieder sagen, dass Sie das nicht verstehen,
Das ist mir wichtig. Und das würde Ihre Situation verändern? Wen will er zuerst aufsuchen? Erik? Einen Fotografen. Diesen da, der die Bilder gemacht hat, die ihr übrigens nicht alle gefallen haben. Nicht alle? Wieso nicht? Sie mochte manche Bilder nicht, weil sie wohl noch kein Bild von sich selbst hatte. Ich könnte sagen, sie war auf der Suche danach. Jeder ist auf der Suche nach seiner Wahrheit. Ja, stellen Sie sich dahin. Die Stunde Ihrer Wahrheit ist gekommen. Und was soll ich tun? Nichts. Ihre Wahrheit nicht verstecken. Dann bleibe ich einfach so stehen. Soll ich die Krücken weglegen? Nein. Vielleicht sind sie ein Teil Ihrer Wahrheit. Die wegzukriegen ist ganz einfach. Sie half mir zurück auf meine Krücken und fotografierte mich. Abends klopfte sie wieder an die Wand. Wollen Sie denn gar nicht wissen, was aus Ihren Fotos geworden ist? Natürlich will ich. Was haben Sie denn herausgefunden? Dass Sie ungeheuer traurig sind. Und was haben Sie mit meiner Trauer gemacht? Ich habe sie weggeworfen. Ich habe sie weggeworfen! Die Trauer der Welt hatte sie weggeworfen. Derek, er holt mich ab. Ja, der Fotograf. Ach, hallo. Guten Tag, wir haben verabredet, ne? Ja. Guten Tag, Herr Derek. Guten Tag. Sie sind wohl oft hier. Ihre Asche liegt auf dem Friedhof. Ihre Stimme ist noch hier. Erkennen Sie eine ganz bestimmte Absicht hinter allem, was er sagt? Er will, dass ich sie so sehe, wie er sie sieht. Aber ich weiß nicht genau, warum. Er ist innerlich sehr aufgeregt. Wie jemand, der auf einem Weg ist, irgendwohin. Aber so, als laufe alles auf irgendwas zu, was nicht gut ist. Ist das sehr wichtig für Sie? Das Wichtigste von allem. Und jetzt genau die Karten lächeln. Du kannst doch so gut lächeln. Achtung, pass auf, warte. Und jetzt! Und noch eine? Ja. Oh. Pause jetzt. Du ziehst dich um, machst neues Make-up, ja? Danke dir, Bia. Hallo. Sieh doch mal. Sie sind noch bei der Arbeit, was? Wir machen gerade Pause. Wer ist... Rieke Körners Schwester. Rieke hatte eine Schwester? Ja, aber beide haben nichts voneinander gewusst. Eine große Freude für mich, Riekes Schwester die Hand zu schütteln. Hallo. Ist Rieke schon beerdigt worden? Ja, die Urne wurde bestattet. Was ich nicht gewusst habe. Waren Leute dabei? Freunde? Nein. Niemand. Sicher, weil es nicht bekannt war. Wir machen eine halbe Stunde Pause. Oh, bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Einen Moment. Wenn man sowas hört, dann steht man plötzlich neben sich. Danke. Total daneben. Ich habe ja mit Ihrer Schwester gearbeitet. Sie war einfach perfekt. Sie hatte was, was man nur von Natur aus mitbekommt, was man hat oder was man nicht hat. Ausstrahlung. Warum sind Sie heute hier? Ist der Mordfall aufgeklärt? Nein, noch nicht. Mordfall, das Wort allein im Zusammenhang mit einem solchen Menschen. Als ich hörte, Wiege ist tot, glauben Sie mir, ich war wie gelähmt. Und der Mörder? Ja, der ist logischerweise noch unbekannt.
Logischerweise. Mhm. Mach mal Kaffee, Lisa. Einverstanden? Was anderes gibt es nämlich nicht bei uns. Also mach Kaffee. Eine Schwester und voneinander keine Ahnung. Wie ist das möglich? Eine Familiengeschichte. Warum kommen Sie noch mal her? Gibt es irgendetwas Neues? Rieges Schwester legt großen Wert darauf, die Leute kennenzulernen, mit der ihre Schwester befreundet war. Ach so. Und das war ich wirklich. Ein Freund. Sie haben erwähnt, dass wir hier zusammen gearbeitet haben. Ja, da hängen Ihre Fotos. Mensch, bleib draußen. Ich habe Rieke zufällig kennengelernt. In einem Schwabinger Lokal. Sie fiel mir sofort auf. Und ich sagte mir, die müsstest du vor die Kamera kriegen. Und ich dachte, eine schöne Frau, vor die Kamera kriegt man sie bestimmt. Das ein Irrtum war. Sie war nicht eitel, sie war nur neugierig. Ich hatte sie eingeladen, sich alles anzusehen. Und mir fiel auf, wie kritisch sie das tat. Und? Hat sie mich gefallen? Doch schon. Es war sehr interessant, wie sehr Sie sich angestrengt haben. Dann sagte sie etwas Erstaunliches. Sie hat etwas fotografiert, was gar nicht da war. Wieso? Was gar nicht da war? Ich musste es sicher erklären. Sie wollen gar nicht, dass etwas da ist. Sie machen erst, was dann ist. Das ist sehr interessant. Sie sehen etwas, wischen es weg und sehen es dann ganz neu. Und zwar so, wie Sie es wollen. Plötzlich begriff ich, dass ich etwas von ihr zu lernen hatte. Ich habe sie immer wieder fotografiert. Und sie sagte, da bin ich. Wischen Sie mich weg, sehen Sie mich anders. Ganz neu. Und was daraus geworden ist, können Sie da drüben sehen. Aber sie hat sich immer mehr für die Kamera interessiert. Vielleicht, um selbst zu machen, was sie mir empfohlen hatte. Wegzuwischen, was man sieht, um es ganz neu zu sehen. Verstehen Sie jetzt, warum ich weine, wenn ich daran denke, dass sie tot ist? Kennen Sie Manfred? Nein. Wer ist das? Rieges Nachbar im gleichen Haus. Hat sie nie von ihm erzählt? Nein. Völlig neuer Name. Der Fotograf, was für einen Eindruck hatten Sie? Noch. Kein unangenehm. Kein unangenehm? Das habe ich mir gedacht. Stellen Sie das Ding aus. Was ist eigentlich unangenehm? Hm? Man tut etwas, man weiß etwas und zieht einen Kreis um sich, in dem sich gut verbergen lässt, was man weiß. Und das, was man weiß, hindert so niemanden daran, einen angenehmen Eindruck zu machen. Hm? Der Mann sagt, er kennt den Mörder nicht. Er lügt. Mörder interessiert ihn gar nicht. Nicht mal die Ermordete interessiert ihn. Es gibt Leute, für die Mord und Mörder momentane Ereignisse sind. So als ob sie ganz selbstverständlich zum Dasein gehören. Zeitlang widmet man ihnen sogar ein gewisses Interesse. Ist durchaus vorhanden. Aber Mitgefühl! Es genügt schließlich, dass man es zeigt. Hm? Dass es zur Kenntnis genommen, ja, respektiert wird. Man hat einen Mörder im Bekanntenkreis und eine Ermordete, an die man gern zurückdenkt, konnte ja sehr gut mit ihr arbeiten. Was? Zu Grabe getraut? Schade, wenn man das gewusst hätte, den kleinen Weg über einen kalten Friedhof, den hätte man schon auf sich genommen. Haben Sie das alles Derek gesagt? Das weiß der längst. Derek, werden Sie ihn wiedersehen? Ja, klar. Er will mich abholen. Wen wollen Sie besuchen? Den Tänzer? Hallo, Herr Derek. Sie kommen ja wieder vorbei. Guten Tag, Professor. Diese junge Dame ist gut und schön. Sie ist Riekes Schwester. Rieke hat eine Schwester? Das wusste ich ja gar nicht.
Guten Tag. Guten Tag. Sie hat mir nie erzählt, dass sie eine Schwester hat. Wir wussten nichts voneinander. Erst der Todesfall hat uns zusammengebracht. Ja, ja, der Todesfall. Kommen Sie bitte. Sie kam zur Urnenbestattung. Die Beerdigung war schon. Ja. Warum erfährt man das nicht? Ja. Die Beisetzung hat in aller Stille stattgefunden. Keine Trauergäste? Nein, nein, keine. Na ja, ich hätte wohl auch nicht dran teilgenommen. Aus einem einfachen Grund. Moment bitte. Ich hasse den Tod. Und alles, was damit zusammenhängt. Um im Fach zu bleiben, ich hasse Bewegungslosigkeit. Und was ist Tod anderes als absolute Bewegungslosigkeit? Rinke liebte die Bewegung. Sie hat einen ursprünglichen Zugang dazu. Das ist mir sofort aufgefallen, als ich sie das erste Mal sah. Rosse, ein Bekannter, ein guter Freund von mir, hatte mir Rinke empfohlen. Er sagte, sieh dir das Mädchen mal an. Du wirst ihn aus den Händen reißen. Guten Abend, Herr Professor. Ich störe Sie nicht. William hat gesagt, ich soll mir das alles bei Ihnen mal ansehen. Er sagt, es könnte mich interessieren. Und? Haben Sie eine Beziehung zu Bewegung? Dann tun Sie mir doch den Gefallen, gehen Sie ganz einfach umher. Schauen sich alles ganz genau an. Und wenn Sie das getan haben, dann werde ich Ihnen sagen, welche Beziehung zu Bewegung Sie haben. Bitte. Rieke tat, was ich ihr gesagt hatte. Sie ging umher, ganz locker, leicht, ohne jede Anstrengung. Sie wollte nichts zeigen, nichts beweisen. Na, was sagst du? Sie kam wieder zurück und ich sagte, darf ich Sie in den Arm nehmen? Hat sie dann Unterricht genommen? Ja, glauben Sie, dieses Mädchen hätte ich gehen lassen? Ich persönlich habe sie unterrichtet. Sie war sehr gut. Sie machte gute Fortschritte. Aber plötzlich verlor sie die Lust. Sie sagte, Professor, und sie lachte dabei, Professor, ich liebe meine Füße, aber die wollen woanders hin. Was wollen Sie gegen Füße sagen, die woanders hin wollen? Irgendwohin. Auf der Suche nach einem Platz, wo sie zur Ruhe kommen. Na ja, zur Ruhe gekommen sind sie ja. Ah, ja, übrigens, ich habe Professor Brusius natürlich gefragt, ob er eine Erklärung für den Mord an Rieke hat. Wenigstens andeutungsweise, aber... Nein, 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 ich habe keine. Und ich gebe zu, ich weigere mich, darüber nachzudenken. Was ist denn Tanz? Tanz ist die Darstellung von Harmonie. Tanz ist Harmonie. Wer über Mord und Mörder nachdenkt, verliert die Beziehung zu Harmonie. Entschuldigen Sie bitte. Sie wissen doch, dass wir in einer höchst unharmonischen Welt leben, oder wissen Sie das nicht? Ich weiß, wovon ich rede. Das hat mit einem Erlebnis zu tun, über das ich noch nicht gesprochen habe. Eines Abends kam Rieke herein. Ich sagte, Rieke, wo kommen Sie her nach so langer Zeit? Sie haben sich umgezogen? Ich hatte plötzlich Lust, mich zu bewegen. Sie wollen tanzen? Ja. Musik? Welche? Eine, die nicht wehtut. Man kann nicht tanzen, wenn man zittert.
Vielleicht geht es weg, wenn man tanzt. Vielleicht geht es weg, wenn man tanzt. Was für ein Satz, nicht wahr? Ich suchte eine Musik, die nicht wehtat. Sie hat ihren Tod getanzt. Sie hatte ihren Tod getanzt! Ich habe Sie nicht mehr gefragt. Warum sind Sie hergekommen? Welche Bedeutung hat dieser Tanz? Was wollen Sie damit sagen? Ich habe Sie nicht mehr gefragt, weil ich es gesehen hatte. Sie hatte ihren Tod getanzt. Ich wartete darauf, dass ihr Lächeln zurückkam. Aber es kam nicht zurück. Sie haben da eine sehr wichtige Aussage gemacht. Sie könnte ihren Tod vorausgesehen haben? Ihre Ermordung? Nein, nein. Nein. So habe ich das nicht gesehen. Der Tod ist immer ein Thema. Für jeden. Man kann an seinen Tod denken. Aber ich weiß, man kann ihn auch tanzen. Hallo. Entschuldigung, ich habe hier auf Sie gewartet und bin wohl eingeschlafen, wie deutlich zu sehen war. Oh, geht's? Danke, danke Sie. Wie sind Sie hier reingekommen? Kein Grund, sich zu wundern. Rika hat mir mal den Schlüssel gegeben. Kommen Sie einfach rüber, wenn Sie Lust haben. Wenn ich keine Lust habe, Sie zu sehen, sage ich es Ihnen. Waren Sie bei dem Tänzer? Ja, waren wir, ja. Interessanter Mann, nicht wahr? Ja, interessanter Mann. Ich meine, kennen Sie ihn denn persönlich? Ich kenne niemanden persönlich. Ich habe sie alle vor meinen Augen. Professor Brusius. Ein Bewegungsfanatiker. War von Rike Hellauf begeistert. Hat er erzählt, wie begabt sie war? Haben Sie bei Ihrem Besuch mehr erfahren, als Sie schon wussten? Ja. Was wussten Sie nicht? Wollen Sie es ihm nicht sagen? Professor Brusius erzählte, dass Sie eines Nachts bei ihm in der Tanzschule... Sagen Sie genau wann? Dass Sie 3 Tage vor Ihrem Tod eines Nachts bei ihm in der Tanzschule erschienen sei und einen Tanz improvisiert habe. Improvisiert? Was? Brusius sagte, Sie habe Ihren Tod getanzt. Also ich möchte aber doch genauer sein. Er sagte, das sei sein Eindruck gewesen. 3 Tage vor Ihrem Tod.
Blicke. Ich war in der Schule. Ich hatte keine Lust, mich umzuziehen. Ich wollte nur weg. Hierher. Wissen Sie, manchmal hört man etwas, das so ist, dass man einfach nicht mehr reden kann. Das kann ich jetzt nicht. Wiedersehen. Ich hatte ihm noch einen Namen genannt. Ja, den des Schauspielers. Den besuchen wir morgen. Wir brauchen hier keinen Zynismus. Nur Empfindungslosigkeit. Ist das nicht dasselbe? Aber vielleicht hilft dir ein anderes Wort. Gleichgültigkeit. Die Frau, die du gerade aus dem Haus wirfst, die ist dir vollkommen gleichgültig geworden. Verbinde also keine Anstrengung mit dem Text, ja? Bitte. Was willst du noch hier? Du hast doch gesagt, du hast deinen Kopf gepackt. Wo ist er? Ich will morgen nichts suchen, was ich vermisse. Ja, das heißt, zu viel Mühe für einen Fall, der schon seit anderthalb Jahren... Wir machen eine Pause. Ein Herr von der Mordkommission ist da, wegen Rike Körner. Halt, halt, bleibt bitte alle hier. Wir kannten Rike ja alle. Also, das ist Rikes Schwester. Und ehe Sie fragen, die beiden haben nichts voneinander gewusst. Erst die Familienpapiere haben ja ein bisschen Licht reingebracht. Auch die Namen Schöne, Körner, ja, Körner, kommen Schöne. Kommen Sie, setzen wir uns. Ja, da. Sie hat die Urne mit der Asche ihrer Schwester hat sie bestattet. Und nun besucht sie eben die Menschen, die mit Rike bekannt waren. Was ich gut verstehen kann. Und ich finde es sehr traurig, dass Sie Ihre Schwester nie kennengelernt haben. Ich habe sie kennengelernt, weil Professor Brusius sie mir vor... Sie kennt Brusius? Oh ja, ja, wir waren schon da. Weil er sie mir damals vorgestellt hat. Hallo, liebe Freundin! Hallo. Hallo. Sie haben mir doch neulich mitgeteilt, dass Sie eine junge, gute Schauspielerin suchen. Ist sie eine? Wenn sie es wäre, wüssten Sie es längst. Sie ist also keine. Falls Sie auf meine Meinung Wert legen, wenn Sie wollen, wird sie eine junge, hinreißende Schauspielerin. Rike, gehen Sie doch mal auf die Bühne. Kommen Sie ein bisschen an die Rampe. Und Sie werden jetzt ganz genau zusehen. Sie wissen, was ich meine, Rike, nicht wahr? Wer ist denn das? Wer ist denn das Mädchen? Und? Was haben Sie jetzt entdeckt? Dass sie etwas besitzt, was sehr selten ist. Ausstrahlung. Sie wurde bemerkt. Sie fiel auf. Ich hatte keine Probleme damit zu sagen, ich glaube, sie ist ein Versuch wert. Sie gefiel mir sofort auf Anhieb. Irgendwie war er sichtbar, ihr innerer Reichtum. Ich gab sie erst einmal in die Obhut eines bewährten jungen Kollegen, Herrn Klages. Er arbeitete wochenlang mit ihr und dann sagte er schließlich, sie wird es. Sie wird eine sehr gute Schauspielerin. Wir bedauern es alle sehr, dass sie tot ist. Der Schauspieler? Wir haben gar nicht mit ihm gesprochen. Doch, ich. Aber alles, was er mir hätte sagen können, das wusste ich schon. Was für einen Eindruck hatten Sie von ihm?
Er schien große Angst davor zu haben, dass wir ihn ansprechen würden. Das ist eine sehr gute Bemerkung. Zeitung schrieb mal ein Vielzweckschauspieler. Wundern Sie sich nicht über das Wort, das heißt, der Mann ist vielseitig verwendbar. Was müssen die alle spielen? Schurken, Heilige, Helden, Mörder. Ich frage mich immer, wie es wohl in ihren Köpfen aussieht. Wollte Ricky wirklich Schauspielerin werden? Warum nicht? Ich bin auf der Bühne hin und her gegangen und hatte diesen Spiegel da und 100 Stühle sahen mich an. Sie hat mir aber keinen Schrecken eingejagt. Ich habe mich bloß gefragt, was sagst du 100 Stühlen, wenn 100 Menschen darauf sitzen? Sie müssen zugeben, das ist eine Frage, eine Jahrhundertfrage. Sie haben den Mordfall nicht vergessen? Nein, den habe ich nicht vergessen, nein. Bitte kommen Sie doch morgen früh zu mir ins Büro. Haben Sie gut geschlafen? Nein, ich schlafe schon seit langem nicht mehr gut. Oh. Hat das einen Grund? Sie wollen mich sicher nicht sprechen, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Nein, nicht nur, aber auch. Was kann ich denn tun, um Sie, was diesen Punkt betrifft, zufriedenzustellen? Ich will mit Ihnen zusammen diesen Schauspieler besuchen. Ich habe uns schon angemeldet, der wartet auf uns. Wo? In seiner Wohnung. Er weiß also, wer ich bin. Er sagt, er kennt Sie. Er weiß, dass Sie Rikes Nachbar sind. Ich habe mir immer vorgestellt, diesem Mann einmal zu begegnen. Jetzt sind Sie nachdenklich, was? Ja. Ich komme aus dem Nachdenken nicht raus. Ich habe immer gern nachgedacht, aber der Spaß daran hat sich verloren. So also sieht es aus. Rika hat es mir beschrieben. Das Haus, den Mann, die Eltern. Alles durchaus annehmbar. Wenn auch nichts Besonderes. Ich werde jetzt alles kennenlernen. Das Haus, den Mann. Ich werde einen Mörder kennenlernen. Ah, da sind Sie. Kommen Sie. Guten Tag. Guten Tag, Herr Klages. Ich habe jemanden mitgebracht in Biegers. Wissen Sie, wer er ist? Ja, er ist der Nachbar von Rike Körner. Rike hat mir viel von Ihnen erzählt. Guten Tag. Es tut mir leid. Ja, ich habe gehört, dass Sie behindert sind. Kommen Sie, Herr Rike. Ja. Sie wissen ja Bescheid. Danke. Rike sprach darüber und dass er sich gut mit Ihnen verstanden hat. Darf man fragen, weswegen Sie heute kommen? Es geht um Ihre Beziehung zu Rike. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Kann ich Sie mal einen Moment alleine sprechen? Ich habe nichts dagegen. Sie haben es von meinen Kollegen gehört. Ja, ja. Ich. Und von Ihrer Regisseurin. Ja, ich habe AIDS. Und ich habe trotzdem mit ihr geschlafen. Ja, ja, obwohl ich es wusste! Er hat es gesagt? Ja, hat er. Er hat sie angesteckt. Ich hatte recht, Sie haben einen Mörder kennengelernt. Es geht um den, der Rike Körner erschossen hat. Fragen Sie ihn, ob das seine ist. Legen Sie die Waffe auf den Tisch.
Ist das Ihre? Ja. Haben Sie damit Rieke Körner erschossen? Wollen Sie, dass ich Sie umgebracht habe? Bringen Sie mich nach Hause. Ja, gern. Wir haben hier noch einiges zu besprechen, nicht? Es begann damit, dass Rieke an die Wand klopfte. Aber nicht wie sonst, sondern kräftiger, lauter. Sie trommelte an die Wand. Ich rannte sofort hinüber. Was ist los? Ich habe AIDS. Der Schauspieler, ich habe es von ihm. AIDS! Ich versuchte, sie zu beruhigen. Zunächst einmal darf man nicht verzweifeln. Nicht verzweifeln? Schauen Sie sich doch die Bilder an, da! Sie hatte eine Fachzeitschrift aufgeschlagen. Diese hier. Und die hatte sie sich angesehen. Fotos von AIDS-Kranken. Sie sagte, ich wollte wissen, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich es. Wollen Sie mal sehen? Ich redete auf Sie ein. Rieke, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das ist noch weit weg. Und in Ihrem Fall gibt es das letzte Wort nicht, nicht dieses. Haben Sie Angst, mich zu küssen? Nein, Rieke. Ich habe keine Angst, Sie zu küssen. Dann tun Sie es. Macht sie die Krücken weg. Ja, ich habe sie geküsst. Ich hatte keine Angst dabei. Keine Angst. Und ich dachte, sie hätte sich halbwegs wieder beruhigt. Aber in der Nacht ging das Telefon. Hallo? Hier ist Rieke. Rieke, wo sind Sie? Ich wollte mich von Ihnen verabschieden. Verabschieden? Wieso verabschieden? Wo sind Sie denn? Ich bin in einer Telefonzelle im Englischen Garten, nicht weit vom See. Da, wo wir mal Enten gefüttert haben, erinnern Sie sich? Was machen Sie denn dort mitten in der Nacht? Mir fiel ein, dass ich einen wirklichen Freund hatte und der sind Sie. Mir liegt daran, Ihnen das noch zu sagen. Gute Nacht, lieber Freund. Rieke? Rieke? Ich zog mich an, so schnell ich konnte, bestellte ein Taxi und fuhr zum Englischen Garten. Ich fand sie dann. Ich ging auf sie zu. Ich war ungeheuer erleichtert. Hallo, Rieke. Schön, Sie noch einmal zu sehen. Ich hab mir gedacht, ruf ihn an, sag ihm bloß, wo du bist. Und er kommt. Und er ist gekommen. Halt! Bleiben Sie stehen. Rieke, was ist das für eine Pistole? Der Schauspieler. Er hatte sie im Nachttisch. Ich habe sie genommen. Und was haben Sie damit vor? Rieke, Sie wollen sich doch nicht umbringen. Doch nicht deswegen. Eine Krankheit ist eine Krankheit, weiter nichts. Eine Krankheit kann man bekämpfen. Und man tut es, weltweit tut man es. Man darf doch seine Hoffnung nicht aufgeben. Sie haben mich umarmt, haben mich geküsst. Aber Sie haben dabei geweint. Glauben Sie, ich werde zusehen, wie Sie sich erschießen? Im Gegensatz zu Ihnen habe ich keine Hoffnung mehr. Nein! Rieke. Rieke.
Warum sind Sie nicht bei ihr geblieben, bis die Polizei kam? Ich hatte die Pistole noch. Ich wollte sie ihm zurückgeben. Mit der Mündung nach vorn? Ja, mit der Mündung nach vorn. Als wir gemeinsam im Wagen saßen, da hatten Sie es schon vor. Da hatte ich es vor. Aber ich konnte es nicht. Ja. Ich habe alles von Anfang an gewusst, als Riekes Leichnam zur Einäscherung freigegeben wurde. Da lag mir ein Bericht des Gerichtsmedizinischen Instituts auf dem Schreibtisch. HIV-positiv und der Paraffintest hatte einwandfrei ergeben. Selbstmord. Ich persönlich wollte eigentlich nur eines. Und dann wollte ich wissen, was wirklich mit Rieke vorher passiert ist.